Windmaschine kommt zum Einsatz. Und aber dann lohnt jetzt, wir kommen zu einer neuen Folge von Let's Play 2. Das Spiel ist gut, weil da musst du hingucken, Sarok, auch wenn du deinen komischen Schwachsinn da bei dir guckst. Aber bei diesem Lied musst du hingucken. Ich guck, ich versuch's. Ich versuch's. Bei Red Sword habe ich jetzt Triple Box. Ist das die richtige Ramp, ja? Mal lauter hier. Das ist eine Sprache, die ich nicht verstehe. Hey, das ist dein Neisenstein. Dieses Moment ist das sehr kroatisch. Ich habe gelernt, dass das nicht dasselbe ist. Angeblich. Ja, das ist halt weiterentwickelt, aber. Achso, du meinst, das wäre das gleiche zu sagen, alles wäre Latein? Nein. Warum überhaupt meinen Neisenstein? Du fandest es genauso gut. Som. Aber die sieht es schon besser als Neisenstein. Loco, loco. Ist doch wie so ein Anime-Intro. Naja. Oh, Scheherazade, Prinzessin Scheherazade. Baby. Baby. Hier, Neisenstein. Du hast jetzt vorne genommen, das heißt, ich nehme jetzt beide hinten. Ja, dann nimm du beide da hinten, das ist okay. Wenn du wieder Nexus First spielen willst, so modern. Nee. Hallo, ich möchte gerne einen Pylonen hier hinsetzen, dankeschön. Ein Ibudi Loco Loco. Jetzt kommen gleich die Powerpuff Girls hier. Loco Loco. And I'm crazy, but you like it. So, jetzt hier, Windmaschine, Zarok. Da war die Windmaschine beschäftigt. Ich würde mal sagen, so wenn die Sommermonate anbrechen, ich hätte schon auch gern eine. Key Change! Zumindest teilweise. Ich glaube, jetzt sind sie wieder zurückgedroppt. Also ich brauche keine so eine stromme Windmaschine, aber so eine Luftikus-Maschine wäre schon Heidi, so Woody, verkehrt. Loco Loco. Loco, loco. Er ist halt kein Neisenstein, ne? Muss man dazu sagen. Das ist der falsche Knopf, das ist der richtige Knopf. Vote for the music. Das heißt, das lehnst du ab, dieses Lied. Ich geb dir mal eine 2. Der Nergorix hatte so viel Spaß mit dem Lied, da muss ich mal ein One for the Team nehmen. Ich verliere hier gerade ziemlich viele Overlords, weil ich einfach dumm war, aber egal. Nein, du bist jetzt kommt der eiskatende Russe. Der war, glaube ich, hier gar nicht Eisgate. Oh, er hat gesagt, ich habe es genau gehört, das bisschen Wort mit R. Der hat aber auch gedacht, ich ziehe mich so an, wie man sich so einen typischen Russen vorstellt. Ich möchte alle Klischees erfüllen. Petripolowski. I'm the best. ESC-Sänger. Was ist das für eine Frisur? Also ich finde halt irre, dass der gewonnen hat, ne? Ja, wegen dem Auftritt. Also mit dem Lied hat er nicht gewonnen. Da ist er Zweiter, glaube ich, geworden. Ja, was ja auch schon mal gut ist. Aber ich finde, der kann halt eigentlich überhaupt nicht gut singen. Aber er kann ganz tolle Dance-Moves machen. Er fühlt es. Kann man so anwerfen. Kann man so anwerfen? Ich werf mal an. Mach mal an. Mach mal ein. Aber gleich brennt das Klavier, glaube ich, ne? Spoiler! Born on my born ist auch eine tolle Aussage. Born on my born!
Er ist mir nicht sympathisch genug. Meine ich jetzt nicht böse für den, aber er ist mir nicht sympathisch genug, um in meine Upper-Eckelung des Spiritstums einzugreifen. Und Trion Shiroke? Nee, Trion Shiroke mit der Interception? Oder was war da los? Kann ja auch nicht auf alles aufpassen, ne? Das ist ja hier. Passt mal lieber auf Starcraft auf. Und auf hier, guck mal, da kommt jemand raus. Ach, aus dem Klavier? Ich hab auf dem Map geguckt. Oh, guck mal, da kommt jemand raus. Hier hätte ich andere Sachen. Oh, guck mal, da kommt jemand raus. Oh, guck mal, da kommt jemand raus. Aber das ist recht, Spirit Animal wird der wahrscheinlich nicht. Was ist das? Also. Nee, jetzt scoutet er mich oder was? Ja, mich auch. Abfängst. Ja, aber bei dir ist das egal. Bei mir ist dort der Doppelspire. Ja, dann weiß er das. Hier scoutet der nur, dass du keinen Plan hast, aber. Moment. Für das frech, wie du mit mir hier umgehst, ja. Hör mal in den Kommentaren ein kollektives Ohr. Da sind Mars Banshees. Ach, das ist ja richtig nice. Ich brauch Stalker. Und unten kommt der Rest vom Schützenfest. Ja, das musst du dich drum kümmern. Storm doch! Oh, ich hab noch keinen Storm. Doch, ich hab Storm! Gerade entdeckt. Nee. Scheiß Viech. Ich kann auch mal ein paar Leute zum Arbeiten ins Nachbarland. Hallo, eingraben bitte. Danke, bitte. Also wenn du mich hier helfen könntest, würde ich jetzt nicht sagen. Warum hat er eigentlich nicht automatisch ausgeklappt? Macht er nicht, sag, hilft nicht, schade. Ich muss auch gucken. Ja, du hättest ja auch mal helfen können. Ja, gucken, wo man bleibt, ne? Jetzt geht er nämlich zu mir runter, ja? Und jetzt bin ich da nicht mehr ja, da. Ja, jetzt bin ich ja auch da, aber. Du hast den Mutas. Ja, natürlich habe ich Mutas. Sehe ich hier nichts. Meine Overseer fliegen zu lahm. Ist jetzt Gas, weil ich habe halt leider meine Echse hier verloren. Oh, er ist wieder da. Wenn du Gas über hast, nehme ich, ne? Gib dir ein bisschen Gas. Jetzt habe ich Minerals aus Versehen auch noch gegeben, aber das macht nichts, ne? Kannst du aufbrauchen. Nö, eigentlich nicht so. Aber. Warum bin ich jetzt Supply blocked? Ich spiele nicht gut, Nergox. Du musst da gewinnen für uns. So, erstmal Verantwortung abschieben. Das gibt einen Strich auf der Habenliste. Macht Nergox auch immer. Santa Claus! Er mutet den Gegner. Das ist nicht schlecht, ne? Machst du gut. Das ist wunderbar. Ja, spielt weiter Mars Banshees. Das bringt aber nichts. Mit Speed. Jetzt kommt Kollege mit allen anderen. Mein Gott, sind die schnell! Links müsstest du ein bisschen, dann kriegst du ihn. Er ist weggeblinkt, hat sich reingeblinkt. Du musst dringend ganz viel Anti-Air haben in deinen Bases, ne? Also er baut einfach Mars Banshees gerade. Warum hab ich so wenig Larven? Weiß ich nicht. Da sind die Banshees. Bleib du vorne. Ja, die Cannons. Versuch mal irgendwo irgendwas zu machen. Fertig. Nee, ist der falsche. Cannons sind auch interessant platziert, muss ich sagen. Ja, woanders war halt kein Platz im Moment. Kommt doch, ihr Viechers! Wo bleiben denn meine Overseer eigentlich? So, die sind tot hier. Ich glaube nicht, dass der Fight. Deine Zealots, machen da dumme Sachen, ne? Da greifen nur zwei von an oder so. Warum? Genau. Wie man da gesagt hat. Kolosse? Was denn? Er baut Kolosse.
okay. Nein, nicht! Ich hab Fehler. Fehler wurden begangen. Ich hab eingefahren. Du verstehst, was ich meine. Hab ich eingefahren. Muss ich wieder ausklappen. Das dauert doch 30 Jahre. Warum hab ich so wenig? 6. Alter, ist das teuer. Disco! Hey, Flisco! Oh, Tor! Tor ist hier! Also ich gehe einfach nur auf Mutas, ne? Wenn wir jetzt irgendwas... Ja, Tore zum Beispiel haben sie. Ja, aber die Mutas zum Beispiel, die Stalker, die sie haben, reichen zum Beispiel kaum noch. Könnten wir da versuchen, was zu machen und dabei wieder drauf zu gehen? Ich komme jetzt vorne auf meine Base. Was ist das? Sind das ETs oder was sind da? Ne, ist ein Zealot. Den musst du vielleicht mit Reinforce uns gleich mal klären. Und Tor ist hier. Koloss ist auch da. Gegen mich ist seine Armee halt nicht so schlecht. Ja, einfach Zealots. Warum fightest du denn jetzt mit vier Arkins? Ich will nicht fighten, ich hab gesagt, geh zurück. Hast du aber nicht gemacht. Oh, was ist denn los? Hast du Minerals? Ja, ich würde sie nehmen. Brauch halt Gas, wenn du mir Gas gibst. Kann ich auch geben. Nehmen. Büsche. Ja. Jetzt bist du Privileg. Naja, man kann nicht alles haben. Das stimmt. Hier mal ein paar Upgrades, wenn du gehst. Ich glaube, er kommt jetzt zu dir. Ja. Das ist schlecht, glaube ich, ne? Er kann sich nicht entscheiden, was er macht. Ich komme jetzt wieder zu dir, aber... Sieht schlecht aus für mich. Ich halt auch nur Mutas. Aber dafür viele Mutas. Ja, reicht. Schön, deine Mutas haben es noch ganz viele Mutas. Deine Mutas haben es gerettet. Na gut, da kann man rüber klatschen. Da kann man rüber klatschen. Das sieht man auch nicht so toll. Sonne. Hast du die kaputte Sonne gesehen? Hat er wieder nicht hingeguckt, der Rock. Macht's gut, Leute. Also ich,